Schön, dass ihr dabei seid, Leute. Und ich lüfte gerade hier mal die Halle richtig schön durch. Herrliches Wetter. Wird sehr, sehr angenehm wieder in den nächsten Tagen. Und deswegen will ich für euch nochmal einen kleinen Sprühversiegelungsvergleich machen. Und da drüben stehen die eigentlich drei Kandidaten. Es wären eigentlich vier, aber primär geht es eigentlich um ein Produkt, was wir uns nochmal im Vergleich zu den anderen anschauen wollen. Und zwar von P&S, den Defender. Den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Habe ich mir hier schon bereitgestellt. Und sieht so aus. Kostet, glaube ich, um die 23 Euro für 500 Milliliter. Wir hatten ja schon den Beatmaker und ihr kennt meine Meinung und Einstellung zum Beatmaker. Es ist für mich ein Produkt, eigentlich nach all den Tests kann man eigentlich vom Markt runternehmen. Und ich will mal schauen, wo reizt sich denn hier der Defender ein? Denn was ich so in den USA gesehen habe an Videos, ich glaube, das könnte besser sein als der Beatmaker. Da der ja auch nicht ganz günstig ist und das auch nicht ganz günstig ist, habe ich gedacht, wir machen nochmal einen kleinen Vergleich. Wir nehmen aber noch ein weiteres Produkt mit rein, um da einfach auch noch den Vergleich zu haben und nochmal ein herstellerfremdes Produkt. Wir tragen mal alles gemeinsam auf. Ich gebe euch alle Daten und Fakten und dann schauen wir uns mal an, wie der Defender sich schlägt und kann der noch die P&S-Ehre hier retten im Thema Sprühversiegelung. Los geht's. So, also nebenbei lasse ich hier gerade mal ein bisschen die warme Luft in die Halle rein. Es ist super, super angenehm. Wir werden das Ganze auch nochmal hier ein bisschen teilen. Ach, das Klebeband, ey, das macht mich fertig hier. Das ist so richtig billiges, aber so zum Grenzen abkleben reicht es völlig aus. Wir gehen nochmal hier einfach ein bisschen auf die Oberfläche und ich klebe mal hier so einen geraden Streifen drauf, denn ich habe Folgendes vor. Wir werden, ach so, die Oberfläche ist gereinigt, nur logisch. Wir werden hier jetzt verschiedene Versiegelungen drauf machen und natürlich auch den Defender damit nochmal richtig schön in den Vergleich nehmen. Schauen wir uns mal an, durchschütteln das Ganze und das ist hier ein SiO2 ja, Protectant, also Sprühversiegelung. Auch von der Auftragsweise her finden wir hinten einfach eine ziemlich simple Art und Weise und zwar wird das hier direkt entweder auf die unversiegelte Fläche aufgesprüht, kann aber auch hier als Coating-Topper genutzt werden. Können wir später auch gerne nochmal testen, ob das irgendwie sinnvoll ist oder ob das vielleicht das Abwehrverhalten von anderen Sprühversiegelungen minimiert. Müssen wir mal schauen. Hier steht aber immer auf eine kalte Oberfläche machen, ist absolut frisch hier, geht absolut klar und nicht im direkten Sonnenlicht. Man kann es direkt auf den Lack drauf machen oder auf ein Mikrofasertuch und dann auf der Oberfläche verteilen. Also im Prinzip simpelste Art und Weise. Und so funktioniert es eigentlich sehr, sehr gut. Ich versuche mal eine Einteilung zu machen. Und zwar machen wir hier den Defender drauf. Hier, ich mache jetzt keine harte Klebekante. Also auf dem Bereich hier machen wir den Defender. Auf den Bereich machen wir den Beatmaker. Hier machen wir ein Referenzprodukt für das Abwehrverhalten. Und hier oben, was kaum im Bild ist, da stelle ich dann nochmal die Kamera um, da werden wir den Dreammaker drauf machen, den ihr ja auch schon gesehen habt. Also wir fangen erstmal mit dem Defender an. Ich sprühe mir hier ein bisschen was seitlich auf. Ich glaube, das wird auch von der Menge schon völlig ausreichen. Wir brauchen ja keine großen Mengen davon. Nehmen uns hier eine frische Mikrofasertuchseite, verteilen uns das schön gleichmäßig auf der Oberfläche. Und vom Verteilen her geht das absolut klar. Also fühlt sich jetzt vom Verteilen her an so wie der Beatmaker. Ich kann jetzt hier keinen Unterschied so merken, so übers Tuch. So, und dann soll man das einfach einen kurzen Moment ablüften lassen und dann frische Tuchseite, dann geht man hier drüber. Lackglätter ist auf jeden Fall auch dabei, merkt man hier am Tuch, rutscht sehr gut. So, und damit haben wir das schon komplett verarbeitet, easy einfach. Also von der Seite aus geht das absolut klar. Und dann nehmen wir uns das nächste Produkt und zwar den Beatmaker, weil den Unterschied will ich ja gemeinsam mit euch mal ein bisschen so erfahren. Spray, jetzt sprühe ich mir aber mal was ins Tuch, weil ich jetzt hier nicht draufnebeln will, wir wollen ja nichts miteinander vermischen. Ich sprühe mal ein bisschen was ins Tuch. Haben wir einen etwas größeren Applikator jetzt und dann gehen wir hier auch nochmal drauf. Ich versuche so ein bisschen hier genau in der Kante lang zu gehen. Kann aber sein, dass sich es am Ende so ein bisschen vermischt, aber wir werden ja nicht hier jeden Millimeter miteinander vergleichen, sondern immer nur die großen Hauptflächen. So. Schön ein bisschen ran verteilen. Der Beatmaker ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen ja, klebriger beim Auftrag. Auch hier kurz ablüften lassen. So, und dann gehen wir auch hier drauf. Und auch der lacklettenmäßig hier nach dem Auftrag merkt man. Habe ich auch schon in allen anderen Tests gesagt. Also Lackglätte am Anfang geht klar hier.
nur das Abhellverhalten. Der müsste eigentlich Smoothmaker heißen, dann würde es eher passen. Aber Beatmaker hat bis jetzt noch nie gepasst. Wir schauen einfach mal, wie sich es hier entwickelt. So, und das ist eigentlich hier die einfache Nummer. Jetzt gehen wir hier drüben hin und da kommt jetzt erstmal der Konkurrent für das Abhellverhalten. Und da nehme ich eins meiner Lieblingsprodukte. Und jetzt ratet mal kurz, welches ich nehme. Und dann habt ihr das geraten. Ich gehe hier mit Synthetic Spraywax drauf. Bisschen was auf die Oberfläche. So. Muss jetzt bloß aufpassen, dass ich nicht alles übereinander auftrage. So, schön an der Kante lang. Hier an der Kante lang, bis zum Klebeband. Schön verteilen. Das geht halt super easy einfach. Ne? Könnt auch gerne mit einem Applikator machen. Schön hier an der Kante lang, dass wir eine klare Kante sehen dann oben zum anderen Produkt. Lass mal kurz ablüften. In der Zeit Tuch einfach wenden. Ablüften lassen. Und dann einfach mit dem Tuch drauf und hier rauf gehen. Lacklette ist hier beim Synthetic Spraywax am Anfang nicht so stark, eher im komplett neutralen Bereich. Also es ist weder stumpf noch super, super glatt. Da sind die beiden hier, ja doch merkt man, da sind die beiden hier auf jeden Fall davor. Wer es braucht, ich will euch das nicht ausreden oder so. Wer sagt, ich will Lacklette, könnt euch das anschauen. Aber wir haben ja auch schon festgestellt, dass im Prinzip Lacklette gar nichts bringt für den realen Einsatz. Und nach 24 Stunden oder nach einem Regen so verschwunden ist, sage ich immer ganz klar dazu. Und oben, viertes Tuch, hier habe ich noch ein weißes übrig, nehmen wir den Dreammaker. Hier muss ich jetzt dazu sagen, dass der Dreammaker natürlich kein Abperlprodukt ist. Aber ich will es einfach mal mit reinnehmen, weil gehört so ein bisschen zur PNS-Familie. So, drei Sprühe auch hier rein. Und dann gehen wir mal hier mit drauf. Deswegen wollte ich den eigentlich ganz gerne noch mit reinnehmen, damit wir auch den Unterschied sehen. Aber wir werden den jetzt nicht bewerten, was das Abperlverhalten angeht. Der wird definitiv nicht gut abperlen und das werden wir dem jetzt nicht negativ ankreiden. Jetzt polieren wir aber erstmal den Detailer noch ein bisschen aus hier. So. Also von der Lacklette her, ich glaube, hier sind überall dieselben Inhaltsstoffe drin, was das angeht. Von der Lacklette her ist das ja alles komplett gleich, die drei. Detailer auch mit verarbeitet. Können wir das Klebeband eigentlich schon runternehmen und jetzt lassen wir es ein bisschen aushärten. Und dann schauen wir auch nochmal beim Defender drauf, denn da sehen wir auf der Rückseite natürlich auch nochmal die Eigenschaften. Kreiert einen unglaublichen Glanz, Glätte und eine standfeste Schutzschicht sozusagen. Gucken wir uns einfach mal an. Lacklette ist definitiv hier da, aber gleich, gleich, gleich. Also hier kann ich keinen Unterschied irgendwie merken. Und Glanz können wir uns an der Spraybox anschauen. Seht aber auch hier, ich weiß nicht, ob ihr jetzt zwischen den drei Oberflächen irgendwie einen Glanzunterschied seht. Leider in dem Punkt können wir auch gerne mal irgendwann nochmal messen. Aber ich glaube, da ist schon optisch hier überhaupt kein Unterschied zu erkennen. Deswegen, wir lassen es jetzt in Ruhe aushärten. Ich denke, wir werden so ungefähr auf 12, 15 Stunden kommen. Kann aber sein, dass es auch noch ein bisschen länger aushärten kann, je nachdem, wann ich morgen zur SB-Box komme zum Drehen. Also, die vier bekommen jetzt hier ihre Aushärtezeit und jetzt sehen wir uns gleich an der SB-Box. Und die Produkte konnten jetzt deutlich länger aushärten, das heißt über 24 Stunden. Heute ist ein neuer Tag und Sonne ist zwar draußen, aber es ist immer noch relativ kühl. Schauen wir uns mal an, wie schlagen sich hier Inspiration Defender, Beatmaker, dann natürlich auch nochmal der Dreammaker, so ein bisschen einfach als Vergleich mit und Synthetic Spraywax. Und ich glaube, man kann ja schon gut erkennen, dass hier auf jeden Fall das erstmal optisch auch hier wieder überhaupt keinen Unterschied macht, welches Produkt hier auf der Oberfläche drauf liegt. Oder seht ihr hier irgendwelche Glanz- und Look-Unterschiede? Also ich kann hier nichts erkennen. Wir gehen auch mal ein bisschen drüber. Könnt ihr mal schauen, wo seht ihr jetzt hier den Dreammaker gegenüber dem Synthetic Spraywax. Ich kann noch mal ein bisschen hier rumkommen. Seht ihr da irgendwas an Unterschied? Sehe ich nicht. Mit der Sprühflasche schauen wir uns mal den Defender an. Und ich muss sagen, Defender und Beatmaker. Ah Gott, hier sieht man, ja doch, hier sieht man deutlich einen Unterschied. Also das ist, Beatmaker ist im Gegensatz zum Defender eigentlich eine absolute Katastrophe, weil Defender sieht auf jeden Fall besser aus. Ja, also das ist ja ein himmelweiter Unterschied.
Also der Defender macht den Beatmaker komplett nass. Also den kannst du eigentlich vom Markt nehmen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum das Produkt auf dem Markt ist. Ich habe überhaupt noch keinen Vorteil von diesem Produkt gesehen. Also da würde ich doch eher das Geld hier in das investieren, wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden müsste. Jetzt schauen wir nochmal beim Dreammaker, was natürlich jetzt im Prinzip nicht Hydrophobie eigentlich nicht gemessen wird. Also ganz klar, das ist nochmal eine Stufe unterm Beatmaker. So, und jetzt gucken wir uns mal an, wenn das Ganze hier auf die SSW-Seite läuft. Oh, da ist es schon weg. Wir gucken mal hier. Und gleich kommt es auf die SSW-Seite, zack, und nichts. Und wenn ich jetzt hier raufsprühe, ja, das ist nochmal eine ganz andere Welt. Also ich muss sagen, der Defender, ich finde ihn gar nicht schlecht. Aber das hier ist einfach nochmal komplett eine andere Liga. Man sieht es auch hier, guckt mal, die Tropfen von der Größe her. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Ich glaube, man kann den Unterschied erkennen. Man sieht es auch hier an den Ablaufbahnen. Schaut mal hier. Wir werden es auch gleich nochmal mit dem Hochdruckreiniger ganz deutlich sehen. Ah, guckt mal hier. Lasst mal anwachsen. Die Fender. Und hier beim SSW. Also komplett andere Welt nochmal. Also jetzt hier mit der Flasche, das Ranking eindeutig. Synthetic Spraybags. Dann, ich nenne es einfach mal Defender. Dann auf jeden Fall dahinter Beatmaker und dann hier unter Dreammaker, obwohl das ja ein Detailer ist. Das ist ein bisschen nur für euch als Vergleich mal mit, aber das werten wir jetzt nicht irgendwie als negativ, weil der soll ja auch keine starke hydrophobe Leistung mitbringen. Also so sieht mein Lack aus, wenn er sauber und gepflegt ist. So muss ein Lack dann abperlen, wenn man mit der Wasserflasche drauf sprüht. Und so perlt er ab, wenn du eine gute Versiegelung drauf hast. Schaut mal. Und so sollte eine Sprühversiegelung nicht aussehen. Also es tut mir leid, aber es ist absoluter Schrott. Es ist richtiger Müll. Meine persönliche Meinung, Beatmaker ist absoluter Müll. Da finde ich hier den Defender. Wenn es nur noch P&S auf dem Markt gäbe, würde ich mir den holen. Aber na gut, hier sieht man es auch. Ne? Und aus den langgezogenen Tropfen ist schon ein deutlicher Unterschied. Ja, selbst mit ein bisschen Wind. Das ist Katastrophe. Und SSW, was soll ich dazu noch zeigen und erklären, Leute, wer es noch nicht zu Hause hat oder noch nie ausprobiert hat. Sorry, Leute, selber schuld. Genau das gleiche Bild. Synthetic Spraybags rockt hier komplett alles. Aber ich finde, der Defender schlägt sich gar nicht schlecht. Man sieht es aber jetzt hier an den leichten Bahnen. Also es kann mit dem Synthetic Spraybags dann nicht mithalten, aber es ist auf jeden Fall schon eine ganz andere Welt als das hier in der Mitte. Ja, das ist eher so Katastrophe. Und hier oben? Und das ist nochmal eine Stufe dahinter. Ja. Absoluter Traum. So, und hier hatten wir jetzt nochmal den Vergleich. Alles nochmal übersprüht. Hier beim SSW laufen die Tropfen richtig schön runter. Seht ihr jetzt hier, auch viele, viele freie Bahnen. Und hier beim Defender auch ein bisschen, aber hier, guckt mal, es bleibt viel zurück. Also das Ergebnis zwischen draufsprühen mit Flasche und jetzt hier auch nochmal ist komplett gleich. Also mein Fazit steht an der Stelle. Vom rein hydrophoben Verhalten her, Synthetic Spraybags, ganz klar auf Platz 1. Danach auf jeden Fall auch logisch gegenüber den anderen beiden hier der Inspiration Defender, aber man sieht halt hier doch nochmal den Abstand zum Synthetic Spraywax. Ne? Aber es ist auf jeden Fall keine Katastrophe. Das ist unter den Produkten von P&S, glaube ich, mit so das Beste, was ich bisher hatte. Aber hier drüben, das ist halt einfach nochmal eine komplett andere Welt. Und der Detailer, den zählen wir jetzt hier nicht mit in den Vergleich rein, das wäre unfair. Also
Fazit, Beatmaker, für mich kann das eingestellt werden, das Produkt. Wenn dann das hier behalten, weil es ist auch so hier zwischen den beiden kein Unterschied jetzt hier irgendwie zu merken, auch von der Verarbeitung her, von der Lacklette. Also da, das kann man einstellen und dafür das nur noch produzieren. Und wem aber für 23,500 Euro ein bisschen zu teuer sind, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, der sollte sich halt wirklich zum Beispiel Synthetic Spraywax mal anschauen oder vergleichbare Produkte. Ich verlinke euch unten noch ein bisschen was. Aber ich denke, schön zu sehen mit Hochdruckreinigerlanze und Flasche, dass wir hier auf jeden Fall deutliche Unterschiede haben. So, und damit habt ihr jetzt den ersten Zustand gesehen. Wir haben einmal gesehen mit Flasche und einmal mit Flasche, mit Sprühflasche und einmal mit Hochdruckreiniger. Jetzt geht's los. Das Ganze geht in den Langzeittest. Wir werden das auch nochmal später mit einer Wäsche belasten, aber jetzt nicht gleich am ersten Tag. Soll ja erstmal ein bisschen durch die freie Wildbahn hier geritten werden, das Ganze. Das heißt, die Produkte gehen jetzt für euch in den Langzeittest. Wir schauen uns mal, wie lange hält Inspiration Defender, wie lange hält Beatmaker das aus, was er heute gezeigt hat. Detailer nehmen wir jetzt einfach mal mit. Und ja, Synthetic Spraywax, ja, was soll ich dazu sagen? Also, habt einen ersten Eindruck. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein. Freue mich über einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen, bei Fragen jederzeit über WhatsApp erreichbar. Jetzt sind wir durch, also was dann. Ciao, Leute.